heute mal mit Ingame Sound und willkommen zurück, Toto, aus dem kleinen, aber feinen, kurzen Urlaubstrip, den ich gemacht habe in der letzten Woche. Wir waren zwar trotzdem kurz mal live, aber da hat etwas nicht so richtig funktioniert. Also ich glaube, am Samstag war das, da war ich nur eine halbe Stunde oder so online und dann ist hier auf jeden Fall was gekippt und so habe ich den Stream auch gar nicht mehr dann danach angeworfen. Tut mir natürlich ein bisschen leid, aber wir werden das in jedem Fall nachholen. Ja, aber es gab ein Update, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, überhaupt ist Clash of Clans so ein bisschen an mir vorbeigegangen in dieser Liga-Woche hier. Ich spiele, ihr seht, es auch dort die Liga im Moment gar nicht mehr mit, schon seit dem, ich glaube, dritten Spieltag oder vierten Spieltag oder so. Wir haben hier schön eingetauscht. Wir können keine Wiederholung mehr schauen. Das ist wirklich, wirklich bitter. Ich meine, das ist sehr, sehr oft so in den Updates hier bei Clash of Clans. Aber es ist natürlich sehr ärgerlich. Man kann sich nichts mehr anschauen. Also ab die Wiederholung alle nicht mehr verfügbar und nur noch neue gab es jetzt im Moment nicht, aber sieht ganz gut aus hier bei uns. Ich kann mir vorstellen, dass wir unter Umständen aufsteigen in die nächste Liga, also Champion 3 demnächst. Aber es hat ja ein Update gegeben und einen Punkt habe ich schon gesucht hier in den Update-Notizen, aber ich glaube, das kommt erst dann, wenn das Ereignis da ist, ne? Das kommt erst dann, wenn das Ereignis da ist. Also Hilfe verfügbar, Ereignis. Es ist also, kommt irgendwann ein Ereignis auf uns zu. Es gibt einen Kobold-Bauarbeiter oder einen Kobold-Arbeiter. Er ist der neue Baumeister im Dorf, der dann beim Verbessern und Forschen unter die heldenhaften Arme greift. Okay. Und während der Kobold-Bauarbeiter helfen dir ein paar eifrige Gesellen bei der Gebäudeverbesserung oder der Forschung im Labor. Nimm die Dienste schnellstmöglich in Anspruch, denn der geschäftige Entrepreneur bleibt nie lange an einem Ort. Okay, also der verschwindet dann auch wieder. Man kann ihn dann ab Rathaus Level 7 benutzen und er wird wohl etwas Gems kosten, so wie ich das hier gelesen habe. Also für die Verbesserung braucht man natürlich nach wie vor Ressourcen, aber durch Einwurf kleiner Münzen, sage ich mal, kann man die Verbesserungsdauer beziehungsweise kann man die ganze Sache denn auch wieder abschließen oder halt schieben. Schübe aus dem Saisonpass reduzieren auch die Juwelenkosten und wenn man die Verbesserung abbricht, was man eigentlich nicht tut, ich wüsste jetzt nicht, warum man eine Verbesserung abbrechen sollte, dann bekommt man natürlich die Juwelen nicht zurück. Und aber alles andere, und es gibt auch einen Koboldforscher, ähnlich hochmotiviert wie der Koboldbauarbeiter, verbringt der Koboldforscher seine Zeit mit intellektuellen Streben. Und ich habe ihn eigentlich dann auch gesucht. Der soll irgendwo sein Zelt aufschlagen, wenn das Ereignis denn da ist, irgendwo neben dem windigen Händler. Neben dem windigen Händler und alle anderen Sachen sind natürlich, ja, ich weiß, Leute, es ist sehr, sehr viel Clanstadt und aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Es sind, also mir gefallen die Clanstadt-Sachen sowieso nicht, das wisst ihr. Und aber das Oktober-Update ist in jedem Fall da und Clash of Clans hält die Versprechen, vor allen Dingen, was dann Updates angeht. Und das Rad wurde aber nicht neu erfunden. Also es gibt natürlich, es gibt einen neuen Stadtbezirk mit den Koboldminen und es gibt auch zwei neue Stadttruppen. Es gibt den Flunky oder den Mega Funky. Ich nenne den immer Flunky. Schon bei Clash Royale habe ich den so genannt. Und es gibt einen neuen, oder es gibt den Miner dort oder den Tunneler. Und es gibt zusätzlich natürlich neue Gebäude wie den Koboldwerfer, der sehr, sehr witzig ist. Er macht genau das, was das Koboldfass auch macht. Es kommen dann halt Kobolde aus dem, ja, ich weiß gar nicht, was da verschossen wird. Ich glaube, die Kobolde werden so verschossen, ne? Ich habe es mir noch gar nicht genau angeguckt. Außerdem erwarten dich der Koboldwerfer Sperrfalle als neue Verteidigungsanlage und eine neue Falle für deine Clanstadt. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ja, die Koboldminen sind ganz, ganz neu und wird ab Start aus Level 9 freigeschaltet. Also ihr solltet dann schon ein bisschen weiter sein. Und es gibt dort halt, wie schon gesagt, es gibt dort eine neue Werkstatt und die Supergräberkaserne. Es gibt eine neue oder überhaupt neue Verteidigungsanlagen, eine neue Falle, einen neuen Stadtzauber. Der ist sehr, sehr interessant.
und mehrere neutrale Gebäude, Dekorationen und Hindernisse. Gucken wir uns gleich aber an. Also es gibt auf jeden Fall eine neue Truppe und klar, das sind jetzt Stats hier zum Verbessern und das gleiche nochmal für den Supergräber und dann auch für den sogenannten ewigen Eilzauber. Finde ich über sehr, 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 sehr gut, den Eilzauber. Er bleibt für 4 Attacken liegen und alles, was in dieser Eile mal war oder ist oder gewesen ist, ist die ganze Zeit Eile. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, muss man sagen. Da lässt sich sicherlich einiges raus ableiten, beziehungsweise nochmal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, verschnellern. Ihr könnt ihn dann auch leveln bis auf Level 4. Kostet richtig Asche hier, die Baukosten. Und klar, es gibt einen, der Koboldwerfer ist mit 5 Fässern geladen. Aha, da, der Flächenschaden an Bodentruppen verursachen. Aber das Koboldkonstrukt hat ja natürlich noch eine Überraschung auf, ja, jedes Fass enthält 3 Sperrkobolde, die heraussprengen, um deinen Bezirk zu verteidigen. Sehr, sehr schick. Und okay, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht gerade da Truppen drauf auf dem Feld hat, die nur auf Gebäude gehen erstmal und oder nur auf defensive Gebäude, sondern eigentlich auf alles dann gehen, die Sperrfalle. Wie geht man mit der Hinterlistigkeit von Schleichschützen um? Finde ich sehr, sehr gut, indem man noch hinterlistige Fallen nutzt. Ich finde den Humor von Supercell immer sehr, sehr schick. Wenn offensive Felder halt in einen Radius von 10 Feldern betreten, verschießt eine Salve an Speeren auf Gegner in ihrer Reichweite und nimmt dabei Boden- und Lufttruppen ins Visier, also Boden-Luft, man kann auch nichts umstellen. Und es kommt ein neues Ereignis oder Hilfe verfügbar Ereignis, das, was ich eben schon angesprochen habe, den gibt es noch nicht. Der soll hier irgendwo dann sein provisorisches Lager aufgestellt haben, hier jetzt beim Thorsten. Wie gesagt, ich glaube, es muss erst das Ereignis da sein. Falls ihr die Ereignisse sucht, die gibt es jetzt nicht mehr hier rechts unten, sondern die gibt es jetzt an einer anderen Stelle, nämlich hier unten neben der 3, neben dem Pass. Und zwar sind das jetzt die Ereignisse, also die sind ein bisschen besser und leichter erreichbar. Finde ich auch sehr, sehr gut. Aber wir haben jetzt endlich mal einen CK-Angriff. Okay, den gucken wir uns an, Leute. Den gucken wir uns an. Der ist von uns. Wunderbar, kriege ich ein bisschen Clash of Clans hier mit rein. Bisschen Clash of Clans live. Sehr, sehr schön. Cassius hier mit den E-Drachen. E-Drachen im Moment sehr, sehr stark. Oder sehr, sehr hart in Nutzung. Vor allen Dingen bei, ich nenne es mal so, etwas kleineren Clans. Also wir spielen ja hier ausschließlich mit Rathaus 15ern. Aber beim Clan Free-to-Play zum Beispiel gab es schon ganze Tage, wo die Gegner nur mit Drachen angegriffen haben. Jegliche Art. Und meistens waren es die E-Drachen. Ich sehe gerade, das leckt hier sogar ein kleines bisschen. So viele Drachen leben hier noch. Okay. Oder je näher man da dort reingeht. Aber Adler und der Monolith geben jetzt allerdings 2 Sterne. Ist perfekt. Also ich denke mal, wenn wir hier die 2 Sterne Strategie durchbringen, dann helfen, dass es auf jeden Fall hebt uns das vermutlich in die Champions League ab. Vielleicht sollte man doch von einer anderen Seite kommen, damit Adler und der Monolith dann weg sind. Aber okay, Rathaus hat da auch noch mitgepackt und ist immer mit 10 Loons und na Blimp kriegst du das Ding in der Regel immer irgendwie down. Das war kurzer Ausflug hier in die Liga. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder was wir nochmal gucken können. Also ihr seht, die Wiederholungen funktionieren natürlich weiterhin. Und also wie gesagt, hier unten auf das Info, da habt ihr jetzt die Ereignisse. Hier oben steht im Moment bei mir nichts. Wir gehen gleich mal auf einen anderen Account, dann steht da auch mal was. Und was ich sehr, sehr gut finde im Heimatdorf, ich meine, es hat sich auch ein bisschen mal wieder an der ganzen Oberfläche hier ein bisschen was geändert. Vor allen Dingen sehr, 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 sehr cool, finde ich, dass die Truppen jetzt auch mal, ich sag mal so, in Wort und Bild erklärt werden. Das kennt man eigentlich aus Clash Royale. Das hat man hier jetzt ein bisschen übernommen, funktioniert im Moment aber auch nur hier. Das geht noch nicht in der Clanstadt und das geht auch noch nicht in der Dunkelbasis, also in der, ich wollte gerade sagen Geisterstadt, in der Bauarbeiterbasis. Das heißt, wenn ich hier jetzt raufgehe, eben ist mein Spiel übrigens einmal abgestürzt, als ich auf den Schleichkobold ging. Jetzt hält es aber. Es kommt jetzt eine kurze Sequenz, wie
die Schleichschützen hier funktionieren. Und wenn ihr auf das blaue Zeichen geht, dann seht ihr wieder, so sieht er eigentlich aus. Und wenn ihr wieder reingeht, dann habt ihr die Animation nochmal. Ich finde das ganz gut. Das kommt aus Clash Royale. Und im Moment müsste ich allerdings eine Forschung abbrechen, weil ich schon zwei Sachen am Laufen habe. Ich glaube, drei Sachen können wir nicht laufen lassen, dann wird er irgendwas abbrechen. Ich habe im Moment noch die Schützen und die Mauerbrecher oder die Supermauerbrecher hier am Start. Aber alles andere kann man sich dann auch mal so ein bisschen genauer angucken hier. Und ich mochte das eigentlich schon immer in Clash Royale sehr, sehr gerne, dass man so eine kleine Animation sieht hier. Oder aber hier kann man natürlich auch noch auf Ausprobieren klicken. Das geht natürlich nicht mit den normalen Truppen, das zeige ich euch auch. Es geht nur mit den Supertruppen nach wie vor. Aber wenn ich hier jetzt mal den Heiler wähle, dann bekommt er hier auch eine kleine Sequenz. Und also ich finde es sehr, sehr gut, dass Supercell das so ein bisschen mit hier übernommen hat in dieses Game hier rein. Macht sicherlich nochmal ein bisschen einfacher, gerade wenn man in dieses Spiel eintaucht und hier anfängt und Stück für Stück sich die Truppen freischaltet. Ich bin übrigens hier durch mit den ganzen Sachen. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, nicht hier. Hier gibt es sowas nicht, nach wie vor nicht. Also hier gibt es keine Animation, kein gar nichts. Möchte ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Und das gibt es auch hier, soweit ich weiß, in der Clanstadt nicht. Wenn ich hier also reingehe und gucke mir meine Tobis an, dann gibt es das hier auch nicht animiert. Und ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Mittlerweile glaube ich, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, doch, das gab es schon immer hier, ne? Kaserne finden. Und wo ist die Kaserne? Die können wir auch schon nicht mehr leveln. Die ist auf 5. Aber es gibt natürlich einen neuen Stadtbezirk. Den haben wir uns jetzt auch schon freigeschaltet. Was ich sehr, sehr cool finde. Das sind die Koboldminen. Und was ich nicht so gut finde, ihr seht, ich habe da oben 3000 von den Medals. Da gehen jetzt auch maximal 35.000 rein. Das finde ich sehr, sehr gut, weil dann kann man einfach mal ein bisschen länger sammeln oder auch angreifen und muss dann nicht einmal wieder raus aus dem Überfall, muss erstmal seine Marken loswerden, um dann, oder seine Medals loswerden, um dann nochmal weiter zu kämpfen. Was ich nicht so gut finde, also das Ding muss natürlich gelevelt werden, das finde ich schon in Ordnung. 250.000 Punkte ist auch erstmal wieder ein Wort zum Sonntag. Und hier sehen wir aber schon die neuen Verteidigungen, also den Koboldwerfer. Hier sehen wir auch schon die ersten neuen Hütten. Das sind nämlich diese Kobold-Außenposten und Kobold-Lager, glaube ich, gibt es auch noch. Und wir haben auch schon eine Sperrfalle. Und hier seht ihr auch den Radius der Sperrfalle, die ganz schön weit ist, muss man sagen. So ein kleines unscheinbares Ding. Ich denke mal, die bauen wir als erstes auf. Und was ihr natürlich auch mit aufbauen solltet, okay, hier gibt es schon die nächsten defensiven Gebäude. Also hier hat schon jemand so ein paar Punkte reingeballert. Wir haben uns auch schon den Supergräber hier freigeschaltet. Die können wir aber erst verbessern, wenn das Bezirksrathaus verbessert ist. Ihr kennt diese Sache hier in der Clanstadt, immer diese Abhängigkeiten hier. Finde ich aber ganz gut. Und ich glaube, hier verbergen sich schon mal so kleine Hütten. Die gab es ja auch schon immer. Und es gibt aber noch eine andere Sache. Ich muss mal gerade schauen. Ich hatte schon einmal durchgeguckt hier zum Wiederaufbauen. Muss ich eben mal sehen. Nee, das ist es nicht. Sondern wenn wir hier das Ganze upgraden, dann bekommen wir hier freigeschaltet die Allzauber oder die Allzauber Zauberfabrik und auch die Mega Funky Werkstatt. Dort kann der sicherlich dann auch gelevelt werden. Und deswegen gehen erstmal jetzt, ja, das ist auch ein bisschen doof, wenn ich jetzt sage, verbessern, dann kann ich immer nur den vollen Betrag hier reinbringen. Ich kann jetzt nicht sagen, mach mal nur 1000 hier und 2000 noch woanders. Man kann leider nur immer den vollen Betrag hier reinbringen. Ist ein bisschen schade, finde ich. Da kann Supercell vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie nachlegen, dass man da auch einen Schieberegler hat, so nach dem Motto, ich möchte aber hier 1000 haben und möchte hier auch schon mal hier das wieder mit 500 aufgebaut haben. Wisst ihr, was ich meine hier unten? Wenn man jetzt den schieben könnte hier, dann hätte man hier schon ein bisschen was drin und die Clan-Kollegen können das denn dementsprechend weiter um- oder ausbauen. Aber ich glaube, kämpfen wollte ich mit dem noch nicht. Ich kann sie im Moment nur speichern und aber noch nicht machen. Ich guck mal gerade, ob sie jetzt schon verfügbar sind. Ah ja, der Tunnelgräber ist auch schon da. Und mit Kaserne finden findet man natürlich auch hier wieder die Kaserne. Letzter Knall, er lässt ein hochexplosierendes Fass
fallen, wenn er besiegt wird. Die Truppenkosten sind allerdings sehr, sehr hoch, 25 Wohnraum. Aber ich glaube, der Flunky ist noch viel, viel schlimmer. Der Funky, der Mega Funky sieht übrigens viel, viel besser aus als der in Clash Royale, finde ich. Und hier können wir noch nicht auf Kaserne finden, weil wir die noch nicht gebaut haben. Aber Wohnraum 100, das ist schon ein Wort zum Sonntag bei 250. Kann man maximal zwei Stück mitnehmen. Und hier hinten sehen wir auch den eisigen oder den ewigen Zauber. Und auch da haben wir noch keine Fabrik, aber ist alles im Bau. Also Leute, haut rein, dass wir die neuen Sachen hier in jedem Fall möglich schon zum nächsten Wochenende vielleicht bespielen können. Aber 250.000 muss ja auch jeder erstmal, ich nenne es mal so, offline reinbringen. Es kann eigentlich nur von denen gemacht werden, die das Ganze jetzt so ein bisschen überhaben, wie zum Beispiel die Legendenspiele oder so, wo die Fässer sowieso immer überlaufen. Und die können das natürlich hier super reinbringen. Klar kann man das Ganze jetzt jammen, dann haben wir schon wieder etliches an Clan statt Gold hier reingefarmt oder könnten dann halt ein bisschen mehr updaten. Aber naja, alles zu seiner Zeit. Ja, ich bin ein bisschen in der Legende abgerutscht und ich wollte aber noch auf ein anderes Dorf springen, damit er das da oben auch mal sieht. Wir gehen mal eben auf den Beckensheriff, damit er das oben seht, was dort vorgeschlagen wird. Finde ich nämlich sehr, sehr gut. Also hier oben, der ist nämlich in der laufenden Verbesserung im Moment. Das wird jetzt angezeigt und es wird vorgeschlagen, den Mauervernichter oder halt den Wächterlehrling zu leveln. Kann ich aber im Moment gar nicht. Sind auch nur Vorschläge, ne? Weil der Wächterlehrling, ich glaube, dafür muss ich erstmal, ich weiß gar nicht, musste man ja die Kaserne ausgebaut haben, denke ich mal, ne? Oder? Ja, ich glaube, man musste man die Kaserne dafür ausgebaut haben oder hatte man den einfach so? Ne, bei 13 hatte man den, glaube ich, sowieso schon, ne? Ich glaube, bei 13 hatte man den einfach schon so. In der dunklen Kaserne. Wo ist denn das dunkle Kasernchen hier? Da. Da kann ich das auch gar nicht mehr machen. Aber man könnte sich das Ganze, glaube ich, jetzt hier einmal anschauen im Journey. Also Reise des Häuptlings, was man dazu bekommen hat. Ja, bei 13 kam der Wächterlehrling mit dazu. Okay, und der Rückrufzauber und zwei neue Maschinchen plus die Streukatapulte. Alles klar, ja. Irgendwie konnte ich mich auch so daran erinnern, dass es den auf 12 nämlich noch nicht gab, aber auf 13 ist er mit dazu gekommen. Also sind das hier nette Vorschläge und der geht dann auch direkt da rein. Das heißt also, wenn wir jetzt die Walküre leveln, dann sehen wir jetzt auch wieder die kleine, echt coole Animation. Also ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Was ich allerdings noch guter finde, allerdings nicht gut für mein Portemonnaie, sind natürlich im Moment hier im Shop die Sachen, die man kaufen kann. Das heißt also, ich finde die Modelle alle gut. Also alle diese Geisterdinger hier finde ich einfach mega und könnte da ungesehen eigentlich zuschlagen, wenn ich nicht so ein geiziger Knochen wäre. Dann hätte ich mir den Geisterwächer zumindest auf dem Account von Thorsten schon gegönnt. Und auch die Szenerie ist richtig, richtig cool. Muss ich sagen, vor allen Dingen gefällt mir natürlich an der immer die Mucke. Allerdings haben wir hier auch schon, ich glaube, im letzten Stream mal besprochen. Leider schafft Supercell es immer nur, das Schiff hier rüber in die Dunkelbasis, ich nenne es mal so, zu modellieren. Diese beiden Dinger hier schaffen die irgendwie nicht. Warum auch immer. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Aber ich finde die Szenerie sehr, sehr schön und vor allem sehr, sehr spooky. Im Moment ist ja auch Spooky-Zeit. Ich denke mal, da kommt auch noch ein neues Hindernis auf und zu. Wenn ihr also die Angebote hier nutzt, dann gebt ihr auf jeden Fall einen sinnvollen Creator-Code ein. Itzu, Noobs, sonstige. Und es gibt mal wieder, die hat es jetzt schon länger nicht gegeben, glaube ich, diese Pakete hier mit den verschenkten Juwelen an andere. Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat es jetzt wirklich schon etwas länger nicht mehr gegeben. Zumindest kann ich mich da gar nicht dran erinnern. Und es gibt auch hier so ein bisschen Sparen, Sparen, Sparen. Also oder überhaupt plus 60%, plus 48%, plus 54% gegenüber dem Einzelkauf, glaube ich. Aber naja, ihr wisst, ich bin da jetzt nicht so der Käufer. Ich habe die Tage hier gekauft, ja, für 7,99 hier Buch der Helden, Universalbuch und zweimal Trainingstrank. Das ist eigentlich so ein Ding, was ich auf den 15er immer kaufe oder ja jetzt mal häufiger kaufen. Da gab es halt die Tage aber ein Unibuch für 3,99. Das konnte ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen, aber alle anderen Angebote sind eigentlich immer
Die sind ganz gut, so will ich mal sagen. Okay, das ist die Geisterszenerie. Und aber was es auch noch gibt, die Folge wird ein bisschen länger. Es gibt eine Kleinstadt-Herausforderung. Da habe ich noch nie reingeklickt, was man da eigentlich machen muss. Okay, Tippo. OMG. Okay, oh, hier kann man aber die neuen Sachen ausprobieren. Das ist ja natürlich gar nicht mal so schlecht. Hier kann man die neuen Sachen mal ausprobieren. Auch den Eilzauber dort. Und ja, machen wir mal, oder? Gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ich weiß nur noch nicht wie. Okay, bis da hinten müssen wir kommen. Oh. Oh, heftige Gegenwehr hier, heftige Gegenwehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier den Koboldwerfer erstmal wegmachen. Wir nehmen mal hier so einen Hassig-Zauber. Wie groß ist der? Aha, okay. Und nehmen mal hier den Tunneler. Der geht nach darüber. Alles klar. Oh, da kommen schon die ersten Kobis. Eieiei. Und das meinte ich jetzt damit. Ihr müsst natürlich so ein bisschen hier zusehen, dass ihr. Ja, wo. Au, der fährt natürlich außenrum, der Flunky, okay. Ich habe gar keine Mauerbrecher, fällt mir dazu auf, ne? Aber ich setze jetzt mal alle hier in den Hastig-Zauber. Dann sind sie nämlich die ganze Zeit hastig. Da müssen wir irgendwie springen, ne? Oh, der Springzauber ist aber. Der ist auch mal ganz mies, ne? Eieiei, der war aber ganz mies. Oh, geht weg da. Ah, ne, die sind da ja weg. Okay, oh, wo geht denn der hin? Sag mal. Hallo. Ich wollte die alte Hütte eigentlich frosten, okay. Wo geht denn der drauf? Ah, der geht nur. Oh. Korb macht die weg da hinten. Sehr schön. Da wird geblitzt. Sehr cool. Ist das jetzt wieder so eine ultraleichte Herausforderung? Was wird hier hinten gemacht? Oh, hier macht Frau Pekka noch ein bisschen was. Alles klar. Und der Flunky fährt weiter durch hier. Nicht der Flunky, Funky. Entschuldigt bitte diesen Begriff. Ich nenne den immer irgendwie Flunky. Aber er sieht echt mega aus, muss ich sagen. Und. Oh, wir sind schon an der Hütte. Okay, wir sind schon an der Hütte. Und jetzt muss der Flunky aber, der Funky. Der Funky aber mal richtig reinhauen hier. Und es gibt auch ein paar Medals hier. Sehr, sehr schick. Und Alter, die Miner sind ja stark. Guckt euch das an hier. Die rattern hier aber mal richtig durch, ne? Oh, da kommen. Eieiei, da kommen ein paar Kobolde raus. Okay, aus den Hütten. Da müssen wir aufpassen. Und, aber die hämmern ja richtig. Die legen das ganze Dorf hier in Asche. Guckt euch das mal an. Ah, ne, das sind die von dem Kobold fast da. Okay, ich dachte jetzt gerade, die kommen auch noch aus den Hütten raus. Wo ist mein Flunky? Boah, der Flunky ist ja nicht normal. Der Flunky ist ja nicht normal. Der grast das ganze Dorf hier ab. Guckt euch das an, Leute. Ich habe das hier einfach nur so gesetzt. Ne? Und die Zauber waren ja schon doof. Aber ich glaube, wir kriegen ein kleines Zeitproblem, ja? Ich glaube, wir kriegen ein kleines Zeitproblem. Aber Frau Pekka ist auch noch am Start. Oh, die Sperrfalle hier, die wird. Na, schaffen die das? Jawohl, die schaffen das. Und dann geht es hier jetzt schon rüber in die letzten Gebäude rein. Also erstmal an den Koboldwerfer hier. Der schießt jetzt auch gar nicht mehr. Der scheint mir eine etwas geringere Range zu haben. 31 Sekunden noch. Wir schaffen die Herausforderung einfach so, wa? Ich kann es gar nicht glauben. Wir schaffen die einfach so, Leute. Jawohl. War es jetzt zu einfach? Macht Supercell uns das jetzt echt so zu einfach? Wir gehen mal nach Hause, ne? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so gespielt habt. Ah, ich suche hier immer die Ereignisse da. Okay, kann ich mir im Moment gar nicht abholen. Dafür muss ich dann, ich würde noch zwei, drei Bobs hier beschäftigen und dann einen Trank nehmen, dass ich den Trank dann wiederbekomme. Also super, super einfach hier. Ja, einfach mal gesetzt. Und ihr habt ja gesehen, ich habe die noch nicht mal gut gesetzt, ohne dass ich es mir vorher irgendwo mal angeguckt habe. Naja, okay, Leute, 25 Minuten Folge fast. Ich hoffe, die hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Toto. Clasht.